Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meines Let's Plays zum Multiplayer von StarCraft 2 Wings of Liberty. Das hier ist jetzt das allererste Mal, glaube ich, dass ich das aufnehme und hier mit Leuten von euch spiele, nämlich Zuschauern, nämlich YouTubern. 3v3 mit Zockfreak und Flymag. Hier, Zockfreak und Flymag. Ich spiele Protoss wie immer mit einem Terra und einem Zerg. Die drei haben mir mitgeteilt, dass sie beide nicht allzu gut sind, das Spiel erst seit ein paar Tagen haben oder so, aber dann verdienen wir eben. Scheiß drauf, ist just for fun jetzt einfach und no risk, no fun. Mal sehen, was sich so entwickelt und diese Videos dienen ja nicht dazu, um euch jetzt neue Taktiken zu präsentieren, um euch im Spiel voranzubringen. Das hier sind keine Guides, keine Tutorials, keine Walkthroughs, das ist ein Let's Play und ich denke, im Let's Play kann man gerne mal failen. Dieses Let's Play dient eher so zum Unterhaltungswert und da kann man gerne mal failen, da kann man gerne mal eins auf die Fresse kriegen. Das ist da mal ganz angebracht und nicht unbedingt falsch und deshalb, warum nicht so? Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie extra versuche, schlecht zu spielen. Ich gucke mir einfach mal den hier an. Hier ist der Zerg, da ist der Terra. Da ist die große Choke. Was waren die Gegner nochmal? Okay. Okay. Zufall könnte ein Zerg sein, deshalb baue ich die Choke mal zu. Ja, ich nehme auf. Oh nein. Fail. So, erstmal ganz normales Standard-Opening. Und wie gesagt, regt euch nicht über sie auf, wie schlecht sie sind, denn sie sind noch wirklich Anfänger. Und regt euch nicht darüber auf, wie schlecht ich bin, denn das ist ein Walk. Das ist ein Let's Play. Weder ein Guide, noch ein Walkthrough, noch ein Tutorial, noch irgendetwas in dieser Art. Aber natürlich habe ich nichts dagegen, wenn ihr mir mal irgendwelche Verbesserungsvorschläge vorbringt. Denn das kann eigentlich ja nie schaden. Wenn ich Zuschauer unter euch habe, die mal richtig Ahnung haben. Ich glaube, ich habe jetzt einen Assimilator zu viel genommen. Das musste eigentlich nicht sein. Wobei es eigentlich auch nicht schaden kann. Ich glaube, die beiden haben irgendwie nicht vor zu rushen oder so. Markieren die denn da? Ich glaube, die beiden haben nicht vor zu rushen, weshalb ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass sie... jetzt habe ich da... Kommt schon, arbeitet an den Mineralien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, jetzt ist das mit dem Vespingas etwas gefailt, aber ja, geht noch klar. Zweite Workbench. Zweiter Warpknoten. Was erzähl ich denn da? Workbench. Okay, Workbench zu sagen ist dann ja schon mal mehr als lächerlich. Der verteilt die Overlords schön, das ist nice. Umständlich diese langen Wegstrecken. Was baut ihr da? Schabenhöhle und Berstlingsnest. Eine Schabenhöhle und ein Berstlingsnest ist normalerweise
eher unüblich für One Base. Das würde ich normalerweise nicht machen, ne? Das auf One Base setzen, ne? Schabenhöhle, also Roaches und Banelinge, aber jedem das seine. Aber ich sag ja nur, dass es normalerweise etwas unüblich ist. Was aber nicht heißt, dass das jetzt nicht spielen darf oder so. Es ist, wie gesagt, jedem seine eigene Entscheidung. So, wie sieht's hier aus? Komm nochmal. Ja, die sind gerade im Bau. So, 1, 2, 3, 3 Stalker. Da versucht man Baneling rein zu rushen, wie es aussieht, aber hat nicht so ganz geglückt, wie es scheint. Was auf keinen Fall schadet, ist eine Schmiede. Beobachter kann nie schaden. So, der Außenbeobachter wird gebaut. Kommt hier schon mal das Upgrade für Kolosse. Ah, komm, hör auf zu laggen. Was sind hier Sonden? So, und Beobachter, du gehst jetzt mal scouten. Sweet Rächer, wie ich sehe. Will der attacken? Nee. Ich dachte schon, der will jetzt schon attacken. So. Ich will jetzt gerne mal mit meinem Nexus anfangen. Ah ja, jetzt kann ich mit meinem Beobachter auskundschaften und sehe, dass die Gegner nicht allzu gut sind. Okay. Hier kommt jetzt der Nexoide, der Nexus. Steuerung 4. Und Outmind. Da geht der Overlord down. Das 1er Upgrade könnte ich mir eigentlich mal gönnen. Und auf jeden Fall die Thermolanzen. Die werden essentiell wichtig sein für ein späteres Spiel. Wenn ja erstmal die Kolosse rausgehauen sind. Was macht er denn da? Warum greift er denn jetzt schon an? Muss ja eigentlich nicht sein, jetzt schon dann mit so einer kleinen Army, dann könnt ihr das wenigstens mal schreiben. Weil alleine anzugreifen, so im Alleindurchgang, ist nicht unbedingt sinnvoll. So, jetzt nehme ich mal die ganzen hier. Setz mit dem auch schon mal. Volt guckt mit seiner ganzen Army, geht man da hin und
aber egal. Wie viel sind hier noch? Nicht mehr so viele nachpumpen. Okay, jetzt erstmal reinwarpen. Hier unten auf unbedingt einen Pylon hinsetzen. Koloss hole ich jetzt auch mal raus. Wie viel kostet der? 300? Komm schon, komm schon, komm schon. 12 Minuten. Koloss kann eigentlich auch früher draußen sein. Aber naja. War das ist, ja, die Thermolanzen sind fertig. Was ich auch unbedingt machen muss, ist 1, 2, 3 Warpknoten adden. Das wird essentiell werden. Gas kann ich auch nochmal weiter nachpumpen. Daran soll es bitte nicht mangeln im späteren Spiel. So. Denn das wäre ärgerlich, wenn es dann später an Gas mangelt. Was ich auch noch unbedingt holen muss, ist das hier auch essentiell wichtig. Nämlich, oh Gott, ich bin wieder Pylonen geblockt. Ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Komm schon, werd fertig, so. Sechs Stalker sind absolut nicht schädlich. Hier oben sieht's wieder, komm, das lasse ich bei so vielen, sonst ist das zu schnell outmined. Transit, essentiell wichtig. Bin ich schon wieder Peilen geblockt? Ah, die Bevölkerung, die geht einem auf den Sack. So. Sieht es denn jetzt bei dem Zerg mittlerweile aus? Der Stachelkrabbler, das ist übrigens unnötig. So. Jetzt müssen die Pylonen nochmal fertig werden, aber ich... Da, der Koloss ist in Arbeit. So. Nicht genügend Energie. 132, 132, da kann wieder nachgepeilend baut werden. Man muss später bei Protoss so viele Pylonen auf einmal bauen, sonst wittert, gibt es, hat man Probleme. Sonst kriegt man essentielle Probleme. Nämlich einfach, dass eine Reinwarp-Salve dann wieder so viel an Bevölkerung kostet, das ist dann schon fast unfassbar. Oh, fuck you. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Eure Krieger rücken die Schatten. Das ist really gay. Ah, das ist jetzt scheiße gelaufen, muss ich sagen. In die Schatten. Sehr weiß, ihr seid auf mich angewiesen. Das ist scheiße gelaufen. Jetzt hat der Viking Probleme. So, jetzt erstmal Koloss wieder rausholen.
Der wird schon damit fertig, hoffe ich mal. Was ist eigentlich mit meinem Beobachter passiert? Ach, der ist down gegangen. Jetzt nörgelt er immer auf mich, aber ich habe das Gefühl, dass ich eben angegriffen wurde. Mein Army Supply ist ganz schön down gegangen. Ach, wir, nein, haben wir nicht. Ja, okay, wir haben schon mächtig Army Supply verloren. Aber mein Army Supply ist eigentlich noch in Ordnung. Was ist euer Begehr? Denn ich wage jetzt einfach mal den Go. Wenn das jetzt nichts wird, dann wird's leider nichts. Ja, sorry, aber... Das ist gerade scheiße. Aber ich muss auch sagen, meine Verbündeten, die machen irgendwie auch gar nichts. Okay. Ja, oh, das ist eigentlich gelaufen. Das ist eigentlich, denke ich mal, verloren, das Match. Danach noch eins, aber ob sich das überhaupt lohnt, wenn... Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich habe hier oben aber einfach viel zu wenig Sonden. Und hier unten glaube ich auch. Okay, da geht's eigentlich. Ich glaube, das, was ich hier gerade mache, ist eigentlich sehr unnötig. Denn das wird nicht reichen, um den Gegner down zu kriegen. Meine Verbündeten haben irgendwie keine Einheiten. Ich nehme jetzt einfach nochmal mein ganzes Army. Ich greife jetzt einfach mal die Gegner an. Jetzt kann meine Army nicht nach. Ja, okay, das ist verloren. GG, liebe Leute. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alle. Und ja, das war's dann auch. Bis dann, tschö und zum nächsten Mal. Ciao, ciao.